Zu wenig Zeit für Patienten, kaum Pausen und hunderte Überstunden. Das Krankenhauspersonal in Bayern arbeitet am Limit. Beim parlamentarischen Abend Wertschätzung, das Vitamin fürs Krankenhauspflegepersonal im Maximilianeum, suchten die Freien Wähler gemeinsam mit ihren Gästen nach Lösungen. Professor Dr. Andreas Knetz, ärztlicher Direktor des Krankenhauses Weilheim, fasst die Probleme in der Pflege zusammen. Die Pflege krankt einfach an einer Unterbesetzung, an einer Vielzahl von Überstunden, die sie leisten müssen, an nicht planbaren Diensten, nicht planbares Leben letztendlich. Ja. Und eine Überforderung der Arbeitsanforderungen durch die hohe Taktung des Patientendurchsatzes. Und das geht an die körperliche und an die physische und psychische Grenze. Und was sicher eine große Rolle spielt, ist, dass man so das Gefühl hat, man wird mit seiner Arbeit nicht fertig. Und man hat Sorge, man macht irgendwelche Fehler. Ein weiteres Problem sei der enorme Kostendruck. Die Folge: immer weniger Personal muss sich um immer mehr Patienten kümmern und stellt dabei die eigenen Bedürfnisse häufig hintan, wie Petra Reiter, Vertreterin der katholischen Arbeitnehmerbewegung, erklärt. Zu uns in die Beratungsstelle kommen sehr häufig Pflegekräfte, die uns gegenüber sehr klar formulieren können, wo es schmerzt, wo es wehtut, wo sie Unterstützung bräuchten. Sie trauen sich aber aus Angst vor Repressalien durch den Arbeitgeber oder auch vor einem schlechten Image durchs Team, das für sich nicht einzufordern. Wir reden von Supervision, wir reden aber auch davon, sie trauen sich keine Überlastungsanzeige zu stellen zum Beispiel. Aus Sorge, es könnte irgendjemand sagen, ah, die schafft es nicht oder der ist zu schwach dafür. Dennoch lohne sich die Arbeit in der Krankenpflege, betont Susanne Enders, gesundheitspolitische Fraktionssprecherin und selbst OP-Schwester. Es ist einer der schönsten Berufe auf der Welt, wenn man sich um Menschen kümmern kann, wenn man etwas dazu beiträgt, dass es Menschen wieder gut geht. Und das ist auch für einen selber ein sehr, 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 sehr schönes Gefühl. Das ist eine tolle Lebensaufgabe. Bei der Debatte dürfe nicht vergessen werden, dass die Krankenpflege unverzichtbarer Teil der Daseinsvorsorge sei. Allein deshalb verdienten die Klinikangestellten mehr Wertschätzung. Wir brauchen diese Menschen, die in der Pflege arbeiten. Wir brauchen nicht nur Akademiker, wir brauchen nicht nur Juristen, wir brauchen nicht nur Professoren. Alle gehörten zu dieser Gesellschaft und dass das so bleibt, dafür will sich die Freie Wähler-Landtagsfraktion im Bayerischen Landtag weiterhin kraftvoll einsetzen.